Okay. Also wir haben festgestellt, ich glaube, wir alle haben festgestellt, dass die Sprachbarriere, also dass man nicht gut mit anderen direkt kommunizieren kann, das größte Problem ist. Bei Schüleraustauschen, aber auch wenn man einfach so als Tourist in ein anderes Land fährt, aus irgendeinem Grund ist die Sprachbarriere immer dazwischen. Deswegen dachten wir, wir entwickeln mal eine App, wo man rein sprechen kann, wie man es gewohnt ist. Aber statt dass es dann irgendwie übersetzt wird oder so, wird das Ganze in Text übertragen. Dann kann man quasi trotzdem noch die Sprache lernen, die man sich vorgenommen hatte zu lernen, aber es wird als Text angezeigt. Das ist die erste Funktion. Dann dachten wir uns, vielleicht könnte man irgendwann mal trotzdem noch einen Translator einbauen. Das wäre noch cooler, haben wir geplant, sodass man was ansprechen kann und es kommt als Text übersetzt raus. Und dann gibt es noch die dritte Funktion, die ist eigentlich am coolsten. Wir können die Nachrichten an die andere Person senden, indem wir Bluetooth verwenden. Der Text der Nachricht von der App zurück in Sprache umgewandelt. Hallo. Die Nachrichten können auch eingesprochen werden. Der Text wird von F erkannt. Hallo. Das ist wohl der Vorführeffekt. Nein, aber ich denke, das ist eine echt coole App, die einem wirklich dabei helfen kann, die Sprachbarriere zu überwinden, ohne gleich wieder in seine eigene Sprache Ausflucht nehmen zu müssen. Vielen Dank.